Es war einmal, aber es gibt es immer noch, das kleine Landstädtchen Amriswil. Immer gleich und doch immer verschieden geht das Leben hier weiter. Der Pfarrer und der Bürgermeister sind hier noch immer die stolzen Vertreter zweier doch sehr gegensätzlicher Institutionen. Staat und Kirche, Himmel und Erde. Wie man Amriswil sieht, kommt auf die Stelle an, aus der Mann oder Frau es betrachtet. Von oben gesehen allerdings ist Amriswil ein schönes Fleckchen Erde, wo sich die Menschen im täglichen Geschäfte begegnen, fleißig wirtschaften, brav zur Kirche gehen am Sonntag und wo die Stimme des schlechten Gewissens immer das letzte Wort hat. Apropos schlechtes Gewissen. Schauen wir doch einmal rein in St. Stephan, wo der brave Urs, ein gottesfrommer Diener seiner Gemeinde, als ehrenamtlicher Helfer gerade jetzt auf dem Weg ist, um treu, wie er einst einmal geschworen hatte, als guter Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen, bereit ist, diese heute, also eben jetzt, zu vollbringen. Das Kirchensekretariat hatte den guten Urs angerufen, um zu bitten, der Kirche Erleuchtung zu bringen. Da bist du Sauerei. Ja, ich habe denen da oben schon lange mal gesagt, man sollte das Zeug einfach mal professionell verlegen, oder? Aber nein, da kauft man lieber neue Kirchengesangbücher oder irgendwie da so Lektüre mit dem Titel Die Erleuchtung von oben. Dabei würde man viel gescheiter schauen, dass man da unten ein rechtes Licht hat. Gottfried, steht ihn einmal! Entschuldigung, also, so habe ich es denn schon nicht gemeint. Was ist denn da? Licht aus! Ja, Mensch, also, bisschen gut. Wer ist da? Wer spricht da? Der Heilige Vater. Franziskus? Nein, Ratzinger. Wer? Benedetto Sedicesimo. Also ich meinte, der ist im Deutschen los in die Pension? Urs, bist du das? Sie sind der Heilige Vater. Urs, ich bin's, Thomas. Apostel? Quatsch, der Kantor. Wird echt Zeit, dass du hier mal das scheiß Licht reparierst. Also Mann, du hast mich denn schon verschreckt, du. Also bitte. Komm ich jetzt gut, lass mich in Ruhe, ich muss über. Unser treuer Kirchmann Urs machte sich auf den beschwerlichen Heimweg. Immerhin war schon Feierabend und er hatte kein Bier für den Heimweg mitgenommen. Und unser Kirchenmusiker spielte noch bis spät am Abend, bis dann auch ihn ein kühles Gläschen nach Hause lockte. Denn auch Thomas wusste, wie es geschrieben stand im Buch der Bücher. O Mond, du hast es schwer, hast allen Grund zur Klage. Du bist wohl 12-mal voll im Jahr. Ich bin es alle Tage. Da
Das kenne ich gar nicht aus dem Buch Gottes. Das ist aus Gott helf. Ich meinte die Bibel. Ach, das Buch der Bücher. Na dann, gehe hin, iss dein Brot mit Freuden und trinke den Wein mit frohem Herzen. So verließ auch unser treuer Musiker seine Arbeitsstätte, als wenig später unser Obst zurückkam. Ich erwähnte eingangs das schlechte Gewissen. Und unser Urs war ein so treuer Mensch, eine so treue Seele, dass er nach dem Abendbrot zurückging ins Gotteshaus, um Erleuchtung dem Hause und Erleichterung seinem Gewissen zu bringen. Ja, Himmel, alles muss man selber machen. Wer braucht denn heute noch eine Hundskommune in 60er Bieren? Also, ich rief an heute. Gottfried, stutz mal jetzt mir ein Fütter! Also, steck an der Fünf, Junge! Du sollst doch nicht fluchen. Haubi, ist immer noch da! Glaub ich schon, ist es so ein dünner Hering, wenn nie ein Ei zu Nacht essen. Thomas ist heimgegangen. Ja, also, wer spricht denn da? Du hast schon wieder geflucht, Urs. Wer spricht denn da? Ich. Wer? Ich. Unser Urs war sichtlich irritiert. Er suchte alles ab. Er war sich sicher, ihm würde jemand einen bösen Streich spielen. Doch so sehr er sich bemühte, wurde ihm so langsam klar, da sprach jemand von oben mit ihm. Und dieses eine Mal wurde unser Urs richtig ehrfürchtig. Sind Sie der Heilige Vater? Ich bin nicht der, der bei Rom lebt. Nicht? Oh. Ui. Als unser guter Urs erkannte, wer da mit ihm sprach. Unser guter Urs erschrak, als ihm wirklich klar wurde, wer da mit ihm spricht. Und das konnte nicht wahr sein. Er müsse träumen, er hatte wohl etwas Falsches gegessen oder, ja, er beschloss ab sofort keinen Wein mehr zu trinken, vielleicht nur noch kleine Flaschen Wein zu trinken. Oh. Was soll ich denn hier machen? Möchtest du etwas fragen, Urs? Doch, ich trau mich gerne. Jawohl. Also, ich will eigentlich schon gerne etwas fragen, ja? Bitte. Ja, warum geht die? Also, ich meine, da hat es ja so viel heilige Jungen. Also, ich denke, die hätten da viel mehr verdienen, um deine Stimme dürfen hören. Und so viele gute Menschen zu mir. Und ausgerechnet die. Naja. Du bist gerade hier, zu wem sonst sollte ich sprechen? Ja, könnte ich doch mit dem Thomas da, den Orgelheini. Der spielt so laut, der hört mich nicht. Außerdem hören mich nur reine Seelen, Kinder und du. Und ich? Oh. Also da fühle ich mich also schon gerade verkehrt. Urs, behalte es lieber für dich. Warum? Naja, der Letzte, der erzählt hat, dass ich mit ihm gesprochen habe, wohnt heute in Münsterlingen, wenn du verstehst. Ja, ist schon klar. Schon klar. So, jetzt solltest aber auch du nach Hause gehen. Ja, also, ich würde eigentlich schon noch gerne etwas fragen. Wenn ich gerade so, ja, wie ist das gewesen, mit der Arche Noah? Und, weißt du, sie ihm verblieben? Aber was mich natürlich noch brennender interessiert, ist, warum ist mein Fußballverein nicht in der ersten Liga? Urs, nicht so ungeduldig. Wenn du wiederkommst, dann aber jetzt geh. Ach, und Urs? Ja? Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Und da wäre?
Eine die Weltkirche. Warum? Das war nur ein Witz. Da ich schon denke, die müsste aber weiß, die Kucke waren. Urs, bring mir eine Packung Walker Chocolate Cookies Kekse. Warum? Ja, weißt du, hier gibt es nur trockene Oblatenkekse und ich liebe nun mal Chocolate Cookie Kekse von Walker. Ist da alles? Also, nein. Ich hoffe, ich bescheid, ne? Ist der Wunsch unverschämt, Urs? Nein, also. Wenn ich so nachdenke, ja, es ist wirklich bescheiden. Na siehst du, so geh denn hin in Frieden, mein Sohn. Ja. Achtung, Urs. Ja, Herr. Und einen Liter Milch am liebsten direkt ab Hof. Milch? So war der nächste Morgen und unser treuer Urs brachte, wie geheißen, die Kekse, legte sie, wie ihm geheißen, auf die Treppen zum Glockenturm und staunte, als sie wie von ganzer Hand am darauffolgenden Tag verschwunden waren. Auch über den Appetit des Herrn staunte er, wobei der Appetit oder die Wege des Herrn sind ja, wie wir wissen, unergründlich. Am letzten Abend dieser Woche betrat unser Urs das Gotteshaus gut gelaunt, im Gewahrsam, ein klein wenig auch stolz, also ein wenig als Auserwählter in Amriswil dienen zu dürfen, dem Obersten persönlich, ein Liedchen auf den Lippen, betrat er die Kirche. Das zweigestrichene C, Herrgott, zack, höher. Ja, so ist es. Konzentration auf dein Spiel, mehr Gefühl in deiner Melodie. Na, sind wir noch müde? Ja. Nein, Mensch, Herrgott, zack. Hüpfluche, sagt der Richtige. Er hört alles. Wer? Er. Ja, er. Er. Er? Ja, schon klar. Ich weiß, dass wir hier in der Kirche sind. Sind das Kekse? Ja. Darf ich vielleicht bitte einen haben? Nö. Bitte. Nein. Jetzt stell dich nicht so an. Ich habe dir auch schon von meinem Studentenfutter abgegeben. Wir sind für ihn. Ihn. Also los, jetzt gib der Kleinen ein. Der Herr ist gnädig und barmherzig, der wird auch einen Keks verkraften. Da muss ich ihn zuerst fragen. Wer? Wen? Ja, ihn! Also man kann es auch übertreiben. Katharina, morgen nach der Orgelstunde kaufe ich dir so viel Schoki, bis du Bauchweh kriegst. Und der verfressene Waldbär da, der kriegt nichts. Komm, wir gehen. Und tschüss. Ja, aber... Die kleine Katharina aber schlich zurück. Sie hatte dem Vater gesagt, sie habe etwas vergessen. Der gute Urs tat ihr leid. Wie oft hatte ihr schon ein Glacé spendiert? Als sie die Stimme hörte... versteckte sie sich. Ja. Das war zu komisch, der Blick des Thomas. Ja, es gehört auch noch zu mir gesagt, he? Wenn ich sehe, ein verfressener Waldbär. Also. Urs, höre. Ja, Herr? Ich habe eine kleine Bitte. Weißt du, ich vermisse das Wasser. Ein kleiner Teich vor der Kirche wäre wunderschön. So mit Fischlein und Enten und ein paar Fröschen. Hä? Ein Teich? Ja, weißt du, einer, der nachts leuchtet und blubbert. Wenn er leuchtet, damit ich die Fischlein sehen kann. Du bist doch Elektriker, du kannst doch so etwas, oder? Oh, also, da könnte ich schon, ja. Aber das ist gar nicht so einfach, he? Also... Ich meine, da braucht es
eine Baubewilligung und dann braucht es dort noch eine Bewilligung und dann, dann gibt es eine Sitzung und dann geht da hin und dann geht da her und wieder hin und dann. Also wenn wir da ein bisschen beschleunigen, dann müssen wir einen überzeugen. Und zwar den Gabriel. Du meinst den Erzengel? Ja, fast, doch. Ja. Nein, das ist ein Stadtpräsident. So sei es. Lasse die Fischlein zu mir kommen. Gute Nacht. Und danke für die Keksli, mein Bär. So verschwand die Stimme in dieser Nacht. Mit wem hat Ostern da gesprochen? Hallo? Ist da wer? Jetzt komm schon, ich hab dich gehört. Hast du keine Angst, kleine Katharina? Nein, sollte ich. Ja, sei nicht so frech, ich bin der Herr. Der liebe Gott. Nein, da bist du nicht. Hey, du bist wirklich ein kleines, freches Mädchen. Und du bist... Wer oder was bist du eigentlich? Ich bin der Geist von St. Stephan. Bitte verrate mich nicht. Weißt du, ich bin schon so lange in diesem Turm, in diesem Keller gefangen. Es ist mir so schrecklich langweilig. Aber du kannst doch mit uns Männchen hier reden. Ja, aber immer wenn ich das tue, laufen die Menschen völlig verängstigt weg oder stellen ihr italienisches Radio lauter. Dieses eine Mal ist es nicht passiert. Ich bin doch auch nicht weggelaufen. Das stimmt. Und warum einen Teich? Ich liebe Goldfische. Ich bin hier in den Turm gebannt. Nie darf ich raus. Aha, wie heißt du eigentlich? Urein. Das ist ein schöner Name. Urein, ich muss jetzt nach Hause. Bis bald. Und so brach die Nacht herein. Urein war sehr glücklich, dass er nicht mehr einsam war. Unser Urs grübelte, wie er dem Bürgermeister beibringen sollte, dass der Herr einen Naturpool vor St. Stephan wünsche. Und am nächsten Morgen aber seht selbst. Sie hat zu Hause ihr Sparschwein geschlachtet und ist in die Stadt. Keine Ahnung, die wollte zu einem Freund oder so, Urein irgendwie. Urein? Den kenne ich gar nicht. Ich gehe sie mal suchen. Sag mal, was ist denn da draußen los? Da hat sich ja die gesamte Gemeindeobrigkeit versammelt. Ja, und die sind ziemlich in Wallung. Ja, ja. Und ohne Abstand, ohne Masken. Also wirklich, also es geht ja gar nicht. Was unsere treuen Kirchenmitglieder nicht ahnen konnten, ist der Wirbel, den unser lieber Urs ausgelöst hatte, als er frühmorgens den gesamten Pfarreirat einschließlich der Vorsteherschaft angerufen hatte, mit der dringenden Bitte, einem außerordentlichen Gesuch per Textnachricht oder E-Mail, seinetwegen auch als WhatsApp oder Insta-Message, zum Bau eines Naturpools vor St. Stephan zuzustimmen. Daniel hatte Beat sofort bilateral kontaktiert, um zu erfahren, ob sein Nachrichtenprogramm gar gehackt worden sei. Nachdem unser Urs auf diesem Wege nicht den gewünschten Erfolg verbuchen konnte, griff er zum äußersten Mittel. Da er wusste, wie lange es dauern konnte, die Obrigkeit auf gewöhnlichem Wege zu erreichen
und noch dazu, wie lange es wiederum dauern konnte, bis einem Gesuch, noch dazu einem so außergewöhnlichen wie diesen, Bewilligung erteilt würde, beschloss er, Urs pragmatisch und direkt wie er war, zu handeln. Er hatte in seinem Transporter frühmorgens vor dem Stadthaus gewartet und als seine kleine Zielperson erschien, auch zugegriffen. Im Wagen hatte er dem verdutzten Mitbürger und Glaubensbruder alles erzählt. Jetzt betrat er mit ihm das Haus des Herrn. So, Achtung, Achtung, jetzt ein Tritt. Jawohl, nochmal ein Tritt. Nochmal ein Tritt. Jawohl, ja, ein bisschen rücken. Achtung da. So, da sind wir. Wo jetzt? Um Gottes Willen, Urs, was machst du denn da? Wo jetzt? Was macht denn ihr da? Hä? Wir da alle so spionieren? Wir machen da uns einen Pool. Mit Licht. Ein Pool. Mit Licht. Wo jetzt? Wie bitte? Was? Ja. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Es schien fast so, denn unser guter Urs wartete jetzt auf die Stimme des Herrn. Wo jetzt? Gehören nicht. Also Herr. Herr, jetzt wäre Zeit da, zum denen da sagen, was mir gesagt hast. Nachdem unser Herr schwieg, wurde unser Urs etwas unruhig. Er hatte seinem Begleiter im Wagen berichtet, dass ihm der Herr aufgetragen habe, einen Pool zu bauen, also mit Fischlein. Nun war er selbst verunsichert, da dieser schwieg. Jetzt mach die Tüte weg und da die Fessel, Urs. Hey. Oh Gott, es Gabriel, ich meine unser Bundespräsident, Urs, bist du? Ratlos blickten alle drein. Da kommt ja Katharina! Durch den Kirchenrat hindurch kam Katharina und sie trug etwas bei sich, ein Goldfischglas. Ein Goldfischglas. Was soll das jetzt? Das ist ein Geschenk für... Für wen? Urain und St. Stephan. Urain. Also einen heiligen Urain kenne ich nicht. Bestimmt ein Waliser. Und während unser guter Urs von allen guten Geistern verlassen war und die Welt nicht mehr verstand, nahm ihn Katharina zur Seite. Der da oben, den hast du dir nicht eingebildet. Das war Urain, der Geist von St. Stephan. Und er liebt Goldfische und deswegen auch der Teich. Und mit dem hier wird er jetzt glücklich sein. Und unser schlauer Kirchenmusiker und seine Frau hatten natürlich klug und deutsch, wie sie waren, sofort kombiniert, was geschehen war. Also Herr Stadtgabriel, also Herr Präsident, also euer Ehren, das ist mir furchtbar peinlich jetzt. Ich kann mir das nur so erklären. Und unser Urs, der hat irgendwie ein Kabel repariert und dann hat er wahrscheinlich so ein kleines Schläfchen abgezogen. Ja, so muss es gewesen sein. Genau und so. Dann ja. Hat er sich abgelegt. Und vorher hat er sicher in der Bibel gelesen, Matthäus 17 bis 48, ja. Das Gleichnis vom Fischstäbchen, vom Fischernetz. Ja, also ich kann es mir nur so erklären. Bitte, Herr Stadtpräsident, nehmen Sie es ihm nicht übel. Der Stadtpräsident lächelte mit und sein Ausdruck verhieß, dass er die Sache schweigend,
auf sich beruhen lassen würde. Er klopfte Thomas verständnisvoll auf die Schulter und Kerstin begleitete ihn hinaus. Katharina folgte und Thomas meinte zu Urs: Urs, ich glaube, du brauchst jetzt mal ein bisschen Urlaub. Du gehst jetzt mal in die Badi, schön ins Wasser, aber lass dein Stromkabel im Auto. So blieb unser guter Urs allein. Also ich weiß nicht. Habe ich jetzt mir da wirklich alles bloß eingebildet? Ja. Ja, komm. Jawohl, gut. Oh, und so hörte Urs nicht die Worte des Geistes, der da sprach: Ich habe nie behauptet, die Stimme des Herrn zu sein, aber von allen guten Geistern seid ihr ganz bestimmt nicht verlassen. Und so kehrte wieder Frieden ein in unser beschauliches Städtchen Amriswil. Das Goldfischglas erfreute die Gemeindemitglieder und noch jemanden. Und wenn ihr ganz leise seid des Nachts, dann könnt ihr, wenn ihr mal hinaufhört in den Glockenturm, das Schmatzen unseres lieben Geistes von St. Stephan noch immer hören. Oder ist es vielleicht nur der Waldbär Urs, der dort oben sitzt und Schoggigurzli nascht, in der Hoffnung, die Stimme des Herrn noch einmal zu vernehmen.